Pfingsten, Feuerzungen, Sturmesbraus, Sprachgewirr, Heiliger Geist. Ganz schön viel Sprengkraft für ein Kirchenfest. Es hat gebraucht, bis dieses Fest in mir Türen geöffnet hat. Als Kind waren mir Gespenster- und Geistergeschichten eher suspekt. Im Studium kam dank der feministischen Theologie eine neue Sicht hinzu. Heilige Geistkraft, Ruach, weibliche Urkraft in der Dreieinigkeit Gottes. Pfingsten, viele Jahre war das für mich eine Woche in der Gemeinschaft von Thésée. Menschen aus aller Welt beten, singen, leben gemeinsam ihren Glauben. Pfingsten 2020, Türen sind verschlossen. Menschen halten Distanz, hadern mit den Umständen, stoßen sich an Vorschriften an allen Ecken und Kanten. Pfingsten 2020, Kirche, die immer noch ausschließt und diskriminiert, die unbeweglich und starr daherkommt. Die Schriftlesung vom Pfingstmontag, ein Brief des Apostels Paulus, nebenbei bemerkt kein Frauenfreund, an die Gemeinde in Ephesus. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung in eurer Berufung. Daran arbeiten wir bis heute. Ein anderer Satz ist mir zum Herzenswort geworden. Ertragt einander in Liebe. Paulus schreibt: Seid demütig, friedfertig und geduldig, ertragt einander in Liebe und bemüht euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Ertragt einander in Liebe. Einander in Liebe tragen. In unseren Familien, in den Paar- und Geschwisterbeziehungen, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, da, wo wir zusammen leben. Mit Kolleginnen und Kollegen, im Seelsorgeteam, in unseren Pfarreien, in unserer Kirche. Ertragt einander in Liebe. Ein Lied aus Thésée hat mich in der letzten Zeit begleitet und gestärkt. Spiritus Jesu Christi, Spiritus Caritatis, confirmet cor tuum. Geist Jesu Christi, Geist der Liebe, stärke unsere Herzen. Diese Pfingsterfahrung wünsche ich Ihnen, wo auch immer Sie gerade sind, was auch immer Sie in Ihrem Sein bewegt und beschäftigt, dass Sie in Liebe getragen sind und dass wir da, wo es nicht anders möglich ist, einander ertragen in Liebe. Heilige Geistkraft, Windhauch, Lebensatem, Herzenspfand. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Pfingstmontag.